Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, der Krieg tobt noch und wir haben ein Problem. Und zwar die Artillerie, da haben wir eine Knappheit. Wir schauen mal. Ich meine, vielleicht haben wir Glück und können Artillerie importieren. Aber mit den ganzen Embargos gegen uns... Ah gut, aus Ägypten kriegen wir ein bisschen was. Skandinavien, Portugal. Ansonsten haben wir wahrscheinlich nur die Möglichkeit... bei unseren Militäreinrichtungen was an den Produktionsmethoden zu ändern. Ja, da ist die Warenzufuhrknappheit. Bataillone mobilisiert. Und hier sehen wir dann das Problem. Und zwar bekommen wir der derzeitige Malus liegt bei 3% und wird sich mit der Zeit in Richtung des Zielmalus von 5% ändern. Okay, also werden dann weniger Bataillone zur Verfügung gestellt. Okay, wir lassen das so laufen. Wir lassen das so laufen. Läuft auch sehr gut. So, dann weiter geht's. Weiter geht's. Hier wird gekämpft. Da wird eine Offensive von uns zurückgeschlagen. Aber wir hatten viel weniger Bataillone. Nicht mal die Hälfte. Und hier sind wir in der Offensive und werden sie gewinnen. Da werden wir gleich, jawohl, da haben wir schon zweimal von den Franzosen hier an der Front Land gewonnen. Und hier wurde ganz viel auch zur See gekämpft. Und wir haben alle Seeschlachten gewonnen. Wir haben die Franzosen ein paar Schlachten gewonnen, wir aber auch. Und hier ist die Marine, jawohl. Ja, das war die letzte Marineoffensive, die wir hier durchgeführt haben. Und da sind wir erfolgreich. Da stoßen wir auf gar keine Gegenwehr. Da haben wir sie ganz kalt erwischt. Da haben wir die Franzosen kalt erwischt. Und hier mit 12 Bataillonen gegen 8. Und das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Hier fand eine Seeschlacht statt. Da haben wir auch ganz klar gewonnen. Und jawohl, also es läuft, es läuft, es läuft. Hier 1 gegen 2. Na gut. Hier eine Seeschlacht. Die wird deutlich gewinnen werden. Ganz deutlich. Und in Mittel- und Südafrika, da sieht es hervorragend aus. Da sieht es hervorragend aus. Ja. Wir haben hier zwei Generäle stationiert, die beide die Front voranbringen. Drei sogar. Und hier oben haben wir zwei, die die Front voranbringen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben die Franzosen generell abgezogen. Sie hatten hier massiv aufgebaut gehabt, aber umdisponiert. Wo sind eure Generäle? Wo seid ihr? Hier! Jawohl, unsere Marineoffensive. An der Stelle hat die Franzosen dazu bewegt, die Generäle aus Afrika zurück nach Westeuropa zu ziehen. Und jetzt können wir hier wieder schön Land erobern. Richtig gut. Jawohl. So, jetzt sind wir hier halt in der... im Nachteil. Aber der General, der wird hier schon ordentlich die Franzosen aufhalten. Was haben wir jetzt hier für eine Schlacht laufen? Hier. Okay, das gewinnen wir noch. Nochmal eine Offensive, nochmal Land erobert. Die Offensive gewinnen wir. Und hier wird auch noch gekämpft. Da wird auch noch gekämpft in Hessen. Und das sieht fast nach einem Patt aus. Das bewegt sich hier ja gar nicht mehr. Das ist krass. Da die Deutschen nur noch 4 Bataillone haben, haben wir hier praktisch eine Patt-Situation hergestellt. Wir waren am Anfang deutlich schwächer. Aber vielleicht werden wir es doch noch gewinnen. Das ist sehr selten. Ich glaube, das sehe ich zum ersten Mal. Dass man, obwohl man hier so weit schon zurückgedrängt wurde, die Schlacht eventuell noch gewinnt. Das ist krass.
Ganz spannend. Während des Krieges haben wir die internationale Telefonvermittlung. Es wurde vorgeschlagen, dass eine grenzübergreifende Telefonvermittlung mit Portugal eingerichtet wird. So könnten wir unsere Beziehungen leichter verbessern. Missverständnisse lassen sich so wesentlich einfacher klären, wenn man nur zum Telefon greifen muss, um herauszufinden, was auf der anderen Seite der Grenze los ist. Jawohl, klingt wie eine großartige Idee. Die Beziehungen mit Portugal verbessern sich um 20. Lasst uns schnell ein paar Kabel durch Frankreich verlegen. So, also das ist doch phänomenal, ja. Was hatten wir hier eigentlich für ein Event? 20% Moralschaden, überraschendes Manöver. Also, wenn ich das richtig sehe, sollten wir ja auch jetzt gleich gewonnen haben. Krass. Ja, okay. Das sieht alles gut aus. Viele grüne Zahlen. Da findet noch eine Schlacht statt. Wir sind in der Offensive, verlieren das aber. Oh, gegen die Italiener. Die sind stark in der Verteidigung. Ja, und die haben auch viele Bataillone. Ja, okay. Das verlieren wir. Aber wie sieht es mit Verlusten aus? Ah, wir haben auch mehr Verluste als die Italiener. Das ist natürlich... Das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Aber vielleicht können wir... wir hatten noch in Brasilien. Da hatten wir doch das abgeschlossen. Und, okay, wir haben die Generäle schon verlegt. Alles klar. Sind die schon entsprechend aktiv? Ja, okay, also hier sind wir ja eventuell ein bisschen übervertreten. Und den 195er abziehen, den Antoine. Wo ich leider nicht weiß, von welchem Haku du kommst. Ja. Okay, hier, Versorgungsroute. Das könnte vielleicht von Bahia aus. Sehr gut. Also du kommst aus dem Brasilien, Haku. 195. Ich brauche mal. Antoine. Und wir brauchen einmal den Admiral. Und wenn die Italiener ihre Küste nicht verteidigen. Ja, sie verteidigen sie nur mit 11 Flottillen. Na gut, dann können wir hier in Lazio anfangen und eine Front eröffnen. Eine neue. Und wir nehmen den Antoine. Jawohl. Das wird cool. Hoffe ich mal. Weil der ist echt stark. Ah gut, von den Trades her nicht, aber der hat halt Panzer, also mechanisierte Infanterie, er hat Flugzeuge, er hat Chemiewaffen, plus 50 Offensive, Luftaufklärung gibt es plus 25 Offensive, der hat die beste Artillerie, Belagerungsartillerie, plus 40 Offensive, die Panzer geben plus 80 Offensive, der ist super. Ja, okay, hier die 4, die lassen wir mal so, wie sie sind. Und der reist erst in Brasilien, Haku, und dann wird die Marineoffensive durchgeführt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht ist das auch schon die zeitliche Angabe für den Start der Invasion. Führt eine Marineinvasion in Lazio durch, das ist der. 36 Tage, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe natürlich, dass unser General dann in 35 Tagen schon hier erscheint. Und währenddessen schauen wir uns die anderen Fronten an. Aber das ist jetzt ganz kritisch. Da haben wir hohe Verluste wahrscheinlich jetzt zu erleiden. Ja, und die Gegner haben viele Bataillone. Wir haben hier welche, die nichts tun. Können wir da nicht sagen, hier Front verteidigen? So, hier finden weitere Schlachten statt.
In Holland. Da gewinnen wir die Defensive. Ganz klar, ganz klar. Ganz viele Verluste bei den Deutschen. Hier findet eine Offensive unsererseits statt. Und die gewinnen wir auch. Höhere Verluste bei unseren Feinden. Hier kämpfen wir gegen die Italiener und unsere Offensive wird zurückgeschlagen. Ja, die Italiener, Verteidigung, das wissen wir, da sind sie stark. Und hier eine Offensive unsererseits, die wird von den Franzosen zurückgeschlagen. Ah, okay, also das haben die Franzosen dann entsprechend verteidigt. Und wir werden jetzt hier sagen, Front voranbringen. Wir sind hier überlegen, wir treiben jetzt hier die Front voran. Auch mit dir. Auch mit dir. Überall in die Offensive. So, wichtig ist dann hier die Marineoffensive. Da wird jetzt noch mobilisiert. Und es wird eine Schlacht durchgeführt. Westliches Mittelmeer, hier. Da wird gekämpft. 60 Flottillen unsererseits gegen 11 Flottillen der Gegner. Du interessierst mich jetzt gerade überhaupt gar nicht. Okay, mehr Migrationsanziehung im Amazonas. 9 Jahre lang. Und wir kämpfen ja. Ja. So, und wir haben gleich gewonnen. Aber sowas von. Jawohl. So. Und jetzt haben wir hier schon Italien-Akku eingerichtet. Mit 197. Ja, also ich glaube, der wurde direkt mit der Marineoffensive dann dorthin geschickt. Und der musste nicht extra zurück nach Brasilien. So. Moment. Nicht in Bereitschaft, du sollst ja schön die Front voranbringen. So, schön die Front voranbringen da. Oh, hier unten wurde unser HQ zerstört. Ah, Mist, 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 Mist. Okay, aber dafür geht's ja hier weiter. Und wir haben halb Italien erobert. Wir nutzen es aus, dass die Italiener ihre Verteidigung komplett vernachlässigt haben. Okay. Und direkt nochmal. Okay, das ist der Blitzkrieg-Effekt. Hier haben wir eine neue Front. Da müssen wir was tun. Wenn wir irgendwo massiv überlegen sind, dann können wir verlegen. Dann können wir verlegen. Oh, hier. Da wäre es natürlich schön, wenn wir uns dort auch mal etwas ausbreiten würden. Hier unten. Da hatten wir ja den einen abgezogen. Und wie sieht es hier aus? Da sind wir, hier sind wir massiv überlegen. Da kommen wir ruhig den 130er. Den können wir doch Tiefenverteidigungsexperte. Wenn wir den jetzt zu der Front schicken und sagen, er soll einfach nur verteidigen. Und der andere geht hier an der Front weiter in die Offensive. Das könnte doch ganz gut funktionieren. Aber der braucht natürlich jetzt eine gewisse Zeit. Der braucht lange. Ha. Da werden wir Gewinne wieder verlieren. So. Überlegenheit, Überlegenheit. Und wir gewinnen hier eine Offensive. Sehr gut. Sehr schön. Also das läuft. Sind wir massivst überlegen. Massiv überlegen. Hier oben eine Schlacht. Ja, okay, die Offensive, die schlägt fehl, aber wir haben gleiche Verluste wie die Deutschen. Also in dem Sinne nichts verloren. Deutliche Überlegenheit. Hier können die Franzosen standhalten. Da findet auch gerade noch eine Schlacht statt. Unsere Offensive wird zurückgeschlagen. Ja.
Sehr schön sieht es natürlich in Afrika aus. Haben wir noch eine Offensive? Oh! Ah, okay. Also die Militärtechnik der Franzosen ist auch fortgeschritten, aber wir haben mehr Bataillone. Zwar nur zwei mehr, aber in dem Fall ist es das Dreifache. Okay, wollt ihr alle die Front voranbringen? Ja, Frankreich hat kapituliert. Okay, okay, so. Und nun? Du willst uns klein halten? Das wird nichts. Das wird nichts. Und der Kriegswille geht sogar unter Null. Ah, okay. Gut. Also haben wir euch bald. Dann haben wir euch bald. Die Italiener kapitulieren dann vielleicht demnächst auch. Kriegswille minus 1. Und hier haben wir jetzt nur noch eine Front. Okay. Hat sich alles auf eine Front hin verschoben. Ne, da haben wir doch noch eine. Hier. Und der 130er, der ist in 15 Tagen da. Und verteidigt dann. So, hier wird gekämpft. Da wird nochmal gekämpft. Aktive Schlachten. Unsere Offensive wird zurückgeschlagen. Ah, die Deutschen unterstützen die Franzosen, die Italiener. Wir haben eine Front, die nicht besetzt ist. Ach, in Italien, ja. Aber in 4 Tagen ist sie besetzt. In 4 Tagen wird die Front besetzt. Oder ist das die andere Front damit gemeint? Und jetzt haben wir einen. Der verteidigt dort. Wunderbar. Der wird das hier alles aufhalten. Vielleicht gehen wir hier auch in die Offensive über. Gehen wir ruhig in die Offensive über. Genau da, wo du bist. Oh, Moment, Moment, Moment. Jetzt haben wir hier aber eine andere Situation auf einmal. Der Norddeutsche Bund hat hier... Ah, okay, die beiden Fronten wurden zusammengelegt. Dann gehst du jetzt wieder in die Defensive. Dann zeig mal, dass du da wirklich der Experte dran bist. Ah, okay, hier, das ist gewöhnungsbedürftig, dass dort nicht gekämpft wird. Aber die Generäle, die wurden zur nächstbesten Front verlegt und wir haben ja eine massive Übermacht jetzt. Das ist ja vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, ja. Hier wird auch noch verlegt. Und hier wird einmal, da müssen wir jetzt in der Defensive sein, jawohl. Und da haben wir einmal viele Bataillone, aber auch einen hohen Defensivwert. Und gewinnen das ganz locker und die Deutschen haben 4-mal so Verluste wie wir. Das ist diese Front und die Schlacht findet dort statt. So, hier wird auch nochmal gekämpft. Haben wir 42 Bataillone und alle unter seinem Befehl. Okay. Beeinflussungsversuch. Gegen Russland gerade eher schlecht. Und Moment, jetzt, das ist wieder ein bisschen verwirrend hier. Also, so wie es dort steht, würden wir es ja akzeptieren. Bei unseren Kriegszielen sind Haken. Und bei den beim Kleinhalten ist kein Haken. So, wir haben Hannover und die Elbe erobert. Ja, wunderbar, wunderbar.
Und wir haben hier ja, unsere Produktionsreihe. Wir können produzieren wieder ganz fleißig. Aber wir haben natürlich jetzt Radikale dazu gewonnen und wir haben auch Bevölkerung dazu gewonnen. Alphabetisierung 94,9%. 94,9%, ja. Nummer 2 weltweit. Das ist eine Kategorie, in der wir noch nie Erster waren. Sachsen, Coburg und Gotha sind noch vor uns. Ja. Okay. Ja, dann schauen wir uns doch mal unsere zwei neuen Staaten an. Einmal die Elbe. Da können wir bis zu 30 Ölbohranlagen bauen. Das werden wir natürlich auch tun. Holzfällerlage und Fischereianleger noch ein bisschen ausbauen. Und daneben ist Hannover. Ah. Okay. Und da können wir auch bis zu 30 Ölbohranlagen bauen. Dann noch Eisen, Holzfäller und Fischereianleger. Hafen komplett ausgebaut. Viele Arbeitslose. Ja, und viele Produktionsmethoden, die man eventuell anpassen kann. Wie machen wir das am geschicktesten? Hm. Also wir bauen hier einfach alles. Das ist klar. Bei der Elbe auch. So, und dann gehen wir im ländlichen Bereich. Kohleminen. Achso, das war das Thema mit Arbeitskräften. Hauptsache Dynamit wird überall eingesetzt. Eisenminen. Dynamit. Ah. Machen wir euch Börsen notiert. Bleiminen auch überall Börsen notiert. Schwefelminen, Goldminen. Holzfällerlager. Da auf jeden Fall überall auf die Hartholzproduktion. Euch Börse notiert. Ölbohranlagen. Börse notiert. Wir lassen das mal weiterlaufen mit Tempo 2. Städtischer Bereich, Lebensmittelfabriken. Ah, da haben wir in Hannover eine andere Produktionsmethode. Wir werden hier Backpulver verwenden. Und was hat man hier gesagt? Patentbrennverfahren. Ja, okay. Machen wir überall. Und überall Börsen notiert. Dann Glashütten, sieht gut aus. Papierfabriken. Drehventilmotor. Und Börsen notiert. Chemiefabriken. Da haben wir in Hannover auch eine. Ach so, hier für Stickstofffixierungsverfahren, da haben wir nicht genug Öl. Ansonsten wäre das produktiv. Also wäre auch so schon produktiv. Nur die Frage, halt Öl und Schwefel. Schwierig. So. Stahlwerke.
haben wir in Hannover Drehventilmotor und börsennotiert. Torenwerke. Ja, Automobile herstellen oder keine Automobile herstellen. Bleibt mal bei keine Automobile. Scheint produktiver zu sein. Anfertigung, mehr Arbeitskräfte, Arbeitsplätze und Börsen notiert. Okay, sieht doch gut aus. Welche Regierungsverwaltung noch anpassen? Nee, ist okay. Das ist okay soweit. Okay, Stufe 4. Und bei der Elbe, da haben wir gar keine Arbeitslosen. Okay. Also nur Arbeitslosenprobleme in Hannover. Aber das wird jetzt auch schon besser, meine ich. Und dann können wir im landwirtschaftlichen Bereich auch noch einiges ausbauen. Roggenfelder und Viehhöfe. Was ist, wenn wir hier auf Apfelleine gehen? Obst und Zucker. Scheint mehr nachgefragt zu sein. Und bei den Viehhöfen. Das sieht soweit ganz gut aus. Fleisch. Buch. Dünger. Können wir alles gebrauchen. Ja gut, dann nehmen wir hier mal ruhig ein paar Stufen bei den 40 Stufen mehr bei den Viehwürfen. Ja, auch umstellen. Bauen wir hier einmal die Roggenfelder aus. Ah, in Hannover die Viehhöfe und bei der Elbe, da bauen wir die Roggenfelder. So, ja wunderbar. Da kriegen wir demnächst ordentlich mehr Öl. Einmal die Marktsituation überprüfen. Militärwaren, die sehen jetzt nach dem Krieg wieder wunderbar aus. Wir produzieren jetzt auch noch mehr Panzer. Flugzeuge. Opium wurde auf einen Schlag jetzt besser. Opium. Zack. Die Handelsroute hier zu den Briten ist immer noch inaktiv. Der Import von Ägypten ist aber... ja gut, vielleicht ist er jetzt gerade eine Handelsroute in der Stufe gestiegen. Ach so, Marktzugriff bei der Elbe. Ja, da müssen wir uns natürlich sofort drum kümmern. Oh, der Hafen ist nicht ausgebaut. Das machen wir mal.
Durch direkt. Direkt die vollen 22 Stufen. Jawohl. Alphabetisierung über 95%. Bruttoinlandsprodukt 2,1 Milliarden. Ah, okay, es wird weiteres Öl gefunden. Und unsere Baureihe. Unsere Baureihe ist wieder nicht komplett. Ressourcen. Kohleminen und Holzfällerlager können wir bauen. Ah, okay. Bei der Kolonie, die sich da noch ein bisschen ausdehnt. Ostangola. Ansonsten haben wir ressourcenmäßig hier alles gebaut, was geht. Und landwirtschaftlich werden wir uns das mal in Ruhe zu Beginn der nächsten Folge anschauen. Ja. Und natürlich, dass wir hier in Hannover und der Elbe... Ach, die könnten wir eigentlich noch inkorporieren. Ja. Natürlich, wir inkorporieren euch noch. Wow, Hannover. 1139,9 Bürokratie für dich. Das ist natürlich heftig. Okay. 3,61 Millionen Bürger in Hannover. Bei der Elbe haben wir halt nur 514.000. Also, 7-mal so viel in Hannover. Ah. Okay. Er dauert jeweils 5 Jahre, weil, da ist klar, das sind die kulturellen Unterschiede nur marginal und, deshalb geht das hier ratzfatz. So, ja, 1923. Also wir haben noch 12 Jahre Zeit, um hier ordentlich Ruhm zu ernten. Ich würde sagen, ein Ziel sollte auf jeden Fall sein, die Alphabetisierung. Das wird auch noch auf Rang 1 kommen. Und da fehlen noch 1,8 Prozentpunkte. Jawohl. Okay. Gut, Leute, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye, bye.